Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974, Zeit für ein weiteres Let's Play-Projekt und zwar The Smurf, die Schlümpfe, auf dem Game Boy, in der Super Game Boy-Version, also in Farbe und bunt. Und jetzt kommt Intro. Liebe Schlümpfe, die Lage ist ernst. Gurgelhals, Lagermehl, möchte sich wieder einmal rächen. Drei Schlümpfe sind schon verschwunden. Als ob das da auffallen würde. Oh, es blitzt! Ah, coole Effekte. Oder es wird jemand fotografiert. Wir wissen das nicht. Wir vermuten mal, das ist der Blitz. Der Muskelschlumpf, glaub heftig, ne? Wird versuchen, sie zu befreien. Das sind wir gleich. Doch der Weg ist lang und Schlumpf. Hick, wahrscheinlich. Schlumpfen wir ihm die Daumen. Dass alles gut geht. Dass alles gut schlumpft, würde ich jetzt sagen. Aber was weiß ich auch schon. Ich trage auch keine rote Mütze. Intro! Die Schlümpfe! Ja, wir sind bei den lieben kleinen Freunden. Die blau-weißen Zwerge, ja? Die ausnahmsweise nicht aus Herne Ost kommen. Die Schlümpfe! Ja, es ist ein wirklich geiler Gameboy-Titel. Ich kann den nur empfehlen. Den muss man in der. Wirklich, den muss man haben. Wir machen es auf leicht, weil ich will ja dabei ein bisschen. Genau, ich mach's auf schwer, weil ich damit labern will. Erstmal wisst ihr, wie meine Jump'n'Run-Skills sind großartig. Und ich glaube, man kann das auch in Easy komplett durchspielen. Akt 1, der Wald. Ich glaube, 12 Level gibt es oder so. Es gibt aber auch Bossfights, es gibt auch ein bisschen Secrets. Man kann rennen, man kann springen. Deswegen heißt es auch meistens Jump'n'Run. Na komm, willst du mal? Achtung, jetzt kommt die erste doofe Anspielung. Der hat Spaß mit seiner Eichel. Ja. Das hat lange gedauert für diesen Gag, ne? Und da ist was Langes, Ekliges. So, ich glaube, jetzt reicht's aber auch mit diesen Gags. Ja, mach ich toll. Ja, es war so klar, dass man das hier mal einsammelt. So. Komm. Zack. Einmal hier weg. Und da ist dann das erste schon, wo wir reingehen können. 10 Blätter bedeuten Freileben, wenn ich das so beim Testen rausgefunden habe. Wenn man sich eigentlich nicht total bescheuert anstellt, und ihr wisst, ich werde das tun, dann kann man eigentlich das hier eigentlich ohne irgendwas hinkriegen. Es gibt keine Continues, es gibt auch keine Checkpoints, das heißt, ihr müsst die Level wirklich tatsächlich so durchzocken, was vielleicht nicht immer so einfach ist. Und ich ja Gott sei Dank die Gabe des Safe States habe. Oder des Safe-Schlumpfes. Weil sonst, ich würde das schon endlich machen. So, komm. Zeig mir deine Eichel. Ha! Was für ein geiler Titel. Startseite, sag ich nur. So, komm. Wir springen auf das Blatt. Aber genießt auch später den Soundtrack. Also, der ist jetzt schon hier gut. Aber der wird noch besser. Also, ich war total begeistert. Ich glaube, der. Grüße ja, glaube ich, der Retro-Björn hat das, glaube ich, mal vorgestellt. Und ich habe mir das dann irgendwann mal auf Flohmarkt zugelegt und. Boah, war das cool. Bin ja noch so ein bisschen so ein Newbie, was. Das angeht. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Das fängt gut an. Es ist übrigens ein einfaches Jump'n'Run, ein einfacher Plattformer. Okay, so spiele ich ihn nicht, aber ihr wollt ja schließlich auch was zu lachen haben. Oder? Wäre so schön, No Skills gleich automatisch Comedy? Ich meine, gut, das erklärt Mario Barth, aber naja. Egal, vielleicht spiele ich mich gleich ein. Ihr kennt das ja selber. Jeder, der ein bisschen schon mal ein Let's Play gemacht hat, und ich glaube, es gibt auf der Welt keinen, der es noch nicht gemacht hat. Außer vielleicht Frau Merkel, da ist es noch Neuland. Aber sonst, glaube ich, hat sich jeder schon mal irgendwo an so einem Video oder so versucht. Und ja, labern und springen und rennen ist nicht so einfach. Sieht man auch an den meisten Leuten, die bei RTL auftreten. So, komm. Wieder her mit deiner Eichel. Und bei Löchern ist instant tot.
Und man sollte auch, was man auch nicht machen sollte, das mache ich übrigens auch gerne, Laufen und Springen verwechseln. Das ist nicht nur in der Leichtathletik tierisch peinlich, aber auch hier. So, komm. Jetzt habe ich dich mal ausgetrickst. So, ich glaube, das ist Leben. Das war übrigens, glaube ich, der böse Schlumpf. Wir sind bei 5 Minuten. Und wahrscheinlich kriegen wir tatsächlich gleich das erste Game Over hin. Also ich habe zwar gerade ein Freileben bekommen. Oh. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist noch hier wirklich easy. Also das ist nichts, was nicht geht. Es gibt Bonus-Level auch. Da weiß ich auch nicht, ob ich die hinkriege. Wahrscheinlich so, wie ich gerade spiele. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber egal. Genießt einfach mal dieses nette, kleine, feine Game. Das mache ich auch ein bisschen eher so aus Fun, weil ich da einfach Bock zu habe. Ich wollte auch mal wieder einen Gameboy-Titel machen. Und dann dachte ich mir, komm, dann machst du mal so einen. Weil der ist wirklich gut. Der ist wirklich super. Also ich sag euch auch später, wenn wir diesen Level erreichen. Alter, geh weg mit deiner Eichel. Geh, wo du wohnst. Warum, wieso sind eigentlich die ganzen Waldbewohner so unglaublich pissig auf die Schlümpfe? Weil das eine alternative Kommune ist, oder was? So viel Kerle und nur ein Weib. Oh, und dann auch noch, wir wissen ja, ein künstlich hergestelltes. Huh? Nein! Tut euch übrigens nicht die Schlumpf-Realfilme an, weil das tut wirklich weh. Ja, gibt's zwei und keiner weiß warum. Und das liegt nicht mal an der schlechten menschlichen Besetzung oder so, sondern das ist einfach nur Käse. So, das haben wir. Das haben wir auch. Ja, dich habe ich. Eigentlich müsste ich es riskieren, weil ich so unglaublich geiles Leben habe, aber ich mach's nicht. Da kann man wieder rein. Ist das eigentlich irgend so eine Gang? So, den können wir abräumen. So, die Sumsebiene machen wir jetzt mal platt. Wir spielen ja nicht Biene Maya, da ist das egal. So. So, ich. Ah! Zweiter Level! Zweiter Level! Yes! 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 Wie schon, Continuous gibt's nicht. Schnell, sammle alle Boni, bevor das Wasser steigt und du ertrinkst. Kenne ich aus meinem echten Leben. So. Da ist schon mal der Bonus-Schlumpf. Okay. Da hätte ich anders springen müssen. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Leben, glaube ich, pro Bonus-Level. Also wenn man das richtig kann, kann man ja auch mit 43 Leben das Game beenden. Ich kann's nicht. Ah, genau. Jetzt haben wir so ein... Ja, wie soll ich es nennen? So eine Art Smap ohne Feuern. Da gibt's später noch ein paar schöne Sachen. Es gibt auch Bossfights. Das kann ich auch schon vorwegnehmen. Ich sollte mit meinem Leben ganz gewaltig aufpassen, weil ich bin nämlich schon so mausetot. Aufpassen. Mein Schlumpffreund. Ich glaube, die Traube sollte ich mal langsam kriegen, weil sonst erreiche ich nicht das Ende. Ja, geh weg. Und einmal durch. So, komm, gib mir Leben. Geh weg. Hau ab, du Fisch. Du landest in der Dose. Ha, haben wir auch. Schön. Es gibt verschiedene Bonus-Level. Aber ich sag doch, ich glaube nicht, dass wir die alle irgendwie hinkriegen. Wenn ja, wäre schön, wenn nicht, dann nicht. So, Akt 3, die Brücke. Es darf wieder gehüpft und gesprungen werden. Ach genau, das ist glaube ich... Haha, ich glaube die Brücke zerfällt. Yeah, 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 yeah. Du bist auch
geil, du Vogel. Ja. Okay. Okay. So nicht, übrigens. Aber gut, wir schaffen das schon. Also, das ist nicht wirklich lang, das Game. Gut, so wie ich spiele wahrscheinlich schon, aber... So, genau, so muss man... Kann man... umbleiben, wenn man sich nicht gerade von den Vogeln trollen lässt. Ich glaube, irgendwann kommt gleich mein Freund Safe State. So. Uah, du bist doch bekloppt mit der Richtungswechseldrehung da. Du. Wenn ich nochmal... Ich gebe nochmal 5 Euro für den Tierschutz aus, das wüsste ich aber. So, das haben wir bis hierhin. Genau. Jetzt aufpassen. Und wieder auf Birdie. Das Flugtaxi benutzen. So, schön. Es war so klar. Ja, mal ganz ruhig hier. Ja, und... Freileben. Schön. Geh mal weg hier. Den Sprung brauche ich dich jetzt nicht. La 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 la. Kennt ihr diese Schmerzen? Wenn ja, dann macht ihr auch Let's Plays. Aber ich sag doch, wir haben gleich dann definitiv in der nächsten Folge unseren Freund Safe State. Schön. Das ist großartig. Es hat sich ausgeschlumpft. Hervorragend. Und ihr seht, dann ist tatsächlich Game Over. Und das war auf leicht. Großartig, oder? Ich mach mal Folgendes. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Dann sehen wir uns gleich in Folge 2, dann in Akt 3 wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und verschlumpft nochmal. Ne? Denkt an abonnieren, kommentieren, bewerten. Schlumpft euch. Bis dann. Tschüss.